Hallo meine Lieben und willkommen zurück auf meinem Kanal. Also man kann sich vielleicht denken, um was es sich heute so handeln wird. Und zwar um meine Hilfsmittel, die ja meinen Alltag eigentlich mit Rheuma erleichtern sollten. Und deswegen sage ich mal, jetzt geht's los. So, ich glaube, ich lasse auch direkt das hier mal an und fange direkt mit diesem Hightech-Shit hier an. Und zwar ist das meine Nachtlagerungsschiene. Da ich leider in Sendenhorst nicht so erfreuliche Nachrichten auch bezüglich meiner Hände bekommen habe. Und zwar war die Rede davon von Handgelenksversteifung. Also das heißt, dass es in eine Position gebracht wird. Und dann kann ich mein Handgelenk auch nicht so bewegen, wie ich es bewege. Aber es soll einfach die Fingerfunktion retten, sodass ich halt meine Finger bewegen kann. Dies folgt davon, dadurch, dass ich Arthrose bereits in den Handgelenken habe, schon fortschreitend. Und man, ja, damit quasi die Fingergelenke bzw. die Sehnen retten möchte. Weil wenn die Handgelenke zu lange belastet werden, dann kann es dazu führen, dass halt die Sehnen irgendwann nicht mehr funktionsfähig sind. Das heißt, ich könnte dann irgendwann nicht mal greifen. Und deswegen habe ich auch so Hilfsmittel verschrieben bekommen bzw. angefertigt bekommen. Ich muss leider jedoch gestehen, dass ich diese Schiene nicht häufig trage, da sie doch bequemer ist als meine alte Nachtlagerungsschiene. Die habe ich bereits schon mal bekommen. Ich kann euch gleich mal diesen Holzklotz gerne zeigen. Jedoch kann ich mich nicht daran gewöhnen, einfach in ihr zu schlafen. Es fällt mir so schwer. Ich habe sie schon einige Wochen und ich gebe mir auch Mühe, so damit zurechtzukommen. Aber ganz ehrlich, länger als 3 Stunden in der Nacht trage ich die nicht. Vor allem, wenn ich rechts die Schiene trage, weil irgendwann muss ich auf Klo und ich bin Rechtshändler und das ist dann nicht vorteilhaft, ja, sich damit den Hintern abzuwischen, sagen wir mal so. Auf jeden Fall gebe ich mir Mühe, ja, irgendwie mit der Schiene zurechtzukommen. Ich werde auf jeden Fall die Tage versuchen, mal die vielleicht wenigstens abends zu tragen. Ich glaube, jede Stunde zählt, so wo ich die mal trage, um das Handgelenk zu entlasten. Ja, dazu dient es. Halt. Kommen wir mal zu meinen Handbandagen, den nächsten Hilfsmittelchen, was ich auch in Sendenhorst angefertigt bekommen habe. Die sind um Weiten bequemer auf jeden Fall als die Nachtschienen und ich komme mit ihnen auf jeden Fall besser klar. Das Ding ist nur, warum ich sie häufig nicht trage. Am Anfang habe ich sie mehr getragen, vor allem beim Kochen gerne. Das Ding ist nur, beim Kochen kommt man auch sehr oft, häufig mit Wasser in Kontakt. Das heißt, die werden auch schnell mal nass oder schmutzig beim Schälen, wenn man Kartoffeln schält. Dazu sind die auch eigentlich gedacht. Nur leider trocknen die dann dementsprechend auch, weil das ist ja Stoffmaterial, etwas länger. Wäre mal geil, wenn schon eine Erfindung da wäre, dass man vielleicht irgendwie wasserfeste Schiene finden könnte. Wäre auf jeden Fall eine große Hilfe beim Kochen oder so. Ja, aber sonst kann ich mich nicht darüber beschweren, außer dass ich das Gefühl habe, dass bei den Schienen dann mehr die Sehnen und die Finger in Anspruch genommen werden. Und eigentlich sollten die ja da sein, um die Sehnen und Finger zu entlasten und zu schützen. Aber ich habe oft das Gefühl, wenn ich die trage, dann liegt die Belastung mehr auf den Fingern. Ja, aber mal gucken. Die wissen ja, wofür die angefertigt haben, deswegen trage ich die auch meistens nicht beidhändig, sondern eine Seite am Tag. Jo, das zu meinen Handbandagen. Weiter geht's mit diesem stylischen Accessoire. In meinem Fall kein Accessoire, und zwar meine Brille. Viele fragen mich, also beziehungsweise ich habe auch schon mal öfters die Frage gestellt bekommen, aber wofür eine Brille, wenn du links nicht siehst? Es gibt leider keinen Pinöppel, also wo man das nur fürs rechte Auge setzt. Und das sieht auch blöd aus, mit einem Pinöppel oder wie die heißen, rumzulaufen. Monokel? Stell dich mal vor, ich würde mit einem Monokel rumlaufen. Okay, wäre ein stylisches Accessoire, aber irgendwie habe ich das noch häufig nicht gesehen in letzter Zeit. Deswegen bleibe ich hier bei meiner schönen Brille und ja,
Ich finde das Modell schön, aber ich glaube, ich hole mir demnächst wieder eine neue. Hätte ich Bock. Vielleicht eine in Rot? Was sagt ihr? Dann geht's weiter mit einem Hilfsmittel, was mir auch den Alltag um einiges erleichtert, und zwar ein Schuhanzieher. Jetzt, wo der Frühling da ist, ziehe ich auch gerne öfters meine Nikes an. Und ja, ich bin leider nicht so flexibel, da irgendwie die anzuziehen. Deswegen hilft das hier mir um einiges, um in meine Nikes reinzukommen. Ja, das war's zu meinem Schuhanzieher. Und weiter geht's mit meinem Tanzgerät. Ja, mein Tanzgerät sieht so aus. Das hat Papa mal in Russland bestellt. Und mit dem komme ich um einiges besser klar als mit diesen Klebetanzgeräten, die man häufig sieht als Tanzgerät. Kurze Erklärung zu Tanzgerät, also zu diesem Gerät überhaupt. Es liefert kleine Stromschläge und dabei entspannt es einfach den Muskeln. Alles, was versteift ist oder kennt ja bestimmt einige von euch so Nacken, Rückenschmerzen. Das hängt bei mir halt mit dem Rheuma zusammen. Und dann verspannt es schon mal ganz doll. Und deswegen ist das meine Rettung für Tage, wo meine Gymnastikerinnen gerade nicht bei mir sind. Dann benutze ich halt das Gerät. Bei mir heißt es auch das Gerät. Und zwar mache ich das an und dann tue ich das an die Stelle, wo es schmerzt. Und irgendwie merkt es einfach das Gerät von selbst, die Stellen, die verspannt sind. Weil an den Stellen, wo keine Spannung herrscht, macht er auch keine Töne. Ich kann es euch einmal demonstrieren. Ja, solche Töne gibt es dann von sich. Und wenn es fertig ist, dann macht es ganz kurz laut Piep und dann wisst ihr, dass die Therapie beendet ist. So, dann geht's weiter. Ihr seht hier schon was neben mir stehen. Und zwar, das Wundervolle hier ist Raps, Leute. Ihr fragt euch bestimmt, wofür zur Hölle Raps? Und zwar ist das eine sehr gute Alternative zu Kühlpacks. Man sagt ja, bei Rheuma sollte man seine Gelenke oft kühlen. Und das hilft auch, wenn die wirklich bei mir am Glühen sind. Und ich habe keine Gefrierschrank, ne? Ja, so ist richtig. Deswegen habe ich mir Raps geholt und lagere das im Kühlschrank. Und ich finde das sogar um einiges angenehmer als Kühlpacks, weil das ist so schön körnig. Es fühlt sich so ein bisschen wie Sand an, aber noch angenehmer. Und dann, ja, tut man da seine Hände rein. Und das ist auch gleichzeitig wie so eine kleine Massage für die Hände. Und das kühlt und erleichtert um einiges den Schmerz. Nee, das tut echt gut. Und die Füße kann man da auch ruhig reintun. Das mache ich aber eher natürlich, wenn meine Füße frisch geduscht sind. Ja, und die Haut fühlt sich danach auch richtig schön weich an. Wie Babypo. Also das ist nicht nur ein Hilfsmittel. Nein, es dient auch für Beauty. Also es macht einiges an Beauty aus, finde ich. Man merkt sofort den Unterschied, wie sich die Haut danach anfühlt. Weiter geht's mit dieser kleinen Decke. Ja, die tut man sich schön um den Nackenbereich, wenn man das hinbekommt. Und dann sieht man aus wie eine Schildkröte. Genau. Ja, das ist der Sinn und Zweck davon. Nein, Scherz, Leute. Das ist eine richtig geile Wärmedecke, die ich geschenkt bekommen habe. Und die tut so gut. Ich merke einfach bei dieser Art von Schub, den ich gerade im Nackenbereich habe, wie doll mir diese Wärmedecke einfach hilft. Das Tolle ist, ich kann sie auch einstellen, wie doll ich gern das erhitzt haben möchte. Meistens reicht auch schon die Stufe 1. Und bei dieser Art von Schub, eigentlich sagt man ja keine Wärme drauf, aber mir tut das einfach persönlich richtig gut und ich bin verdammt dankbar für diese Wärmedecke. Also man sieht hier, ich habe es auch noch gerade um den Bauch gebunden, deckt den ganzen Nacken-Rückenbereich ab und das tut wirklich, wirklich gut. Wenn man aber nur den Nackenbereich wärmen möchte, habe ich diesen guten Freund hier, und zwar der Rudi. Das ist ein sehr treuer Begleiter schon über einen längeren Zeitraum, seit ich Nackenschmerzen habe, und ja, ist ein sehr guter Helfer. Und ich finde das so süß, was es mittlerweile für Wärmekissen gibt. Also
Rudi habe ich wirklich doll gefeiert. Ein richtig süßer Helfer. Oft hilft mir auch bei Rheumaschüben ein richtig tolles Bad. Also deswegen habe ich mir auch dieses Gelenke- und Muskelwohl von Kneipp geholt. Ich zähle das jetzt unter meine Hilfsmittel, weil das ist jetzt, also ich finde, das sind ja keine Medikamente, die man verschrieben bekommt. Deswegen, das müsst ihr euch dann schon selber holen. Das habe ich von DM. Also ich bin für Alternativen offen. Wenn ihr noch ein gutes Gelenk- oder Rheumabad kennt, dann schreibt es mir in die Kommentare. Ich nehme gerne Vorschläge an. Zu meinen Hilfsmitteln gehören auch ein paar Salben, und zwar heißt das Arthrosilium. Ja, das hat meine Oma für mich bestellt. Ich glaube, die kriegt man auch nur online. Ja, es kühlt im ersten Moment auch ganz schön. Und die Rheumasalbe, ich glaube, die ist von Aldi oder Penny, keine Ahnung. Ja, so Salben, die bringen mir schon was, finde ich jetzt persönlich. So Leute, ich glaube, das war's auch jetzt von meinen ganzen Hilfsmitteln hier. Ja, ich hoffe, das war sehr aufschlussreich und vielleicht hat es ja dem einen oder anderen auch geholfen oder inspiriert, so ein paar Sachen, die vielleicht euren Alltag so erleichtern könnten. Ja, ich hoffe, das Video hat euch wirklich gefallen. Hinterlasst einen Daumen nach oben, wenn es so ist, und schreibt mir natürlich auch in die Kommentare, ja, welches Hilfsmittel euch vielleicht auch den Alltag erleichtern könnte oder falls ihr noch Vorschläge habt. Ich bin offen. Und ja, vergesst auf keinen Fall, diesen Kanal zu abonnieren, um kein neues Video von mir zu verpassen.